Marco, vergangenes Wochenende, die 3 Punkte hier behalten, war ein Einstieg nach Maß, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das erste Heimspiel direkt gewonnen. Ich glaube, so kann es weitergehen. Und jetzt wollen wir in Karlsruhe nachlegen. Wenn wir einen Blick auf die Statistik werfen, dann hattet ihr 7 Torchancen und nur 2, die ihr verwertet habt. Da ist dann noch Luft nach oben. Ja, absolut. Aber ich glaube, wir haben 2 Tore geschossen. Das haben viele Mannschaften jetzt am ersten Spieltag nicht geschafft. Und ich glaube, für den ersten Spieltag war das doch schon ganz okay. Was für ein Gegner wartet da auf euch in Karlsruhe? Was hast du für einen Eindruck von der Mannschaft? Ich glaube, sie haben viele neue Spieler auch, wie wir. Und ich glaube, die brauchen auch noch ein bisschen Einfindungszeit. Aber ich glaube, in Karlsruhe ist immer ein schweres Pflaster und eine sehr unangenehme Mannschaft. Wenn wir einen Blick auf den ersten Spieltag werfen, war alles sehr ausgeglichen, ausgenommen die Partie Hannover-Kaiserslautern. Ist das jetzt nur eine Momentaufnahme oder schon ein Indiz dafür, dass die Liga insgesamt sehr ausgeglichen ist? Ja, das kann man so sehen, weil ich glaube, wenn man auch das Spiel am Montag gesehen hat, dass Pauli auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber dann Stuttgart trotzdem noch gewonnen hat, ich denke, dann zeigt das, wie ausgeglichen die Saison sein kann. Der VfL wollte dich bereits 2-mal verpflichten. Warum hat es erst beim 3. Mal geklappt? Ja, die sportliche Entwicklung hat mich einfach in den letzten 1,5 Jahren sehr begeistert beim VfL und ich habe da jetzt richtig Bock drauf gehabt und freue mich jetzt auch dann hier sein zu können. Und das Zusammenspiel in der neuen Mannschaft klappt auch soweit? Ich glaube, bis jetzt sah es ganz gut aus, ja.